Hallo meine Lieben, für alle, die heute zum ersten Mal bei uns sind, mein Name ist Christian und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf dem Kanal der Kinder Mariens. Heute haben wir eine neue Botschaft für euch, von unserem Herrn Jesus Christus an Luste Maria, vom 2. Januar 2024. Geliebte Kinder, empfangt alle meinen Segen und erlaubt meinem Heiligen Geist in euch zu wohnen. Ihr habt ein neues Jahr begonnen, in dem die Spannungen, vor denen ihr gewarnt wurdet, noch zunehmen werden. Geistiges Wachstum ist für euch unerlässlich, um die bevorstehenden schweren Prüfungen zu bestehen. Meine allerheiligste Mutter hat euch den Weg gezeigt, damit ihr vorankommt und euch darum bemüht, euren Glauben zu stärken. Die Unbeständigkeit ist der Feind der Seele. Vergleiche Jakobus, Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Eine Spiritualität, die ihr nach Belieben auslebt, entspricht nicht meinem Willen. Wenn ihr jähzornig seid, seid ihr weit entfernt davon, geistig zu wachsen. Wenn ihr beherrschend seid, wird dies euch zu Fall bringen. Geliebte Kinder meines Herzens, ihr müsst wachsen und erkennen, was um euch herum geschieht. Es muss euch bewusst werden, dass ihr standhaft sein und meinem Hause treu bleiben müsst. Die Tentakel des Bösen breiten sich aus und dringen in alle Bereiche ein, wo auch immer meine Kinder sich bewegen, denn auf die eine oder andere Weise sollen sie alle zu Fall gebracht werden. Der Antichrist hat es sich zum notwendigen Ziel gemacht, dass ihr das ewige Leben verliert. Obwohl er euch noch nicht öffentlich vorgestellt wurde, zieht er bereits durch verschiedene Länder Europas und Amerikas. Mit sich bringt er seine Ideen und Ideale, damit die menschlichen Geschöpfe diese und letztlich das Böse weiterverbreiten. Kinderlein, der Wind des Krieges zieht über die Erde. Kleine Länder rüsten auf, damit sie in andere Länder eindringen können und der Krieg sich ausweiten kann. Betet, Kinder, betet, denn im Balkan bricht Krieg aus. Betet, Kinder, betet, denn Russland und die Ukraine verwickeln noch weitere Länder in den Krieg. Betet, Kinder, betet, denn Venezuela greift Guyana an. Betet. Betet, Kinder, betet, Israel wird die Verlassenheit spüren. Betet, Kinder, betet, Frankreich tritt mit in den Krieg ein. Betet, Kinderlein, betet, Spanien kann sich nicht wehren und wird vom Krieg heimgesucht. Betet, Kinder, betet, Nordkorea greift überraschend an und Taiwan wird leiden. Andere Länder leisten Unterstützung für Taiwan. Betet, Kinder, betet. Nordkorea greift die Vereinigten Staaten an und der Krieg weitet sich aus. Betet, Kinder, damit meine Heere unter der Führung des heiligen Erzengels Michael in diesen Zeiten Seelen retten können. Mit großer Trauer kündige ich euch an, dass die Nahrungsmittel knapp werden und die ganze Menschheit leiden wird. Die Wirtschaft bricht zusammen und die Vereinigten Staaten reagieren nicht. Die Nationen werden zu ihren eigenen Währungen und danach zu Edelmetallen zurückkehren. Kinderlein, ihr braucht die nötigen Informationen, damit ihr schnelle Vorkehrungen treffen könnt. Das, was sich jetzt schrittweise entfaltet, ist kein Spiel, es ist die Realität, die ihr nicht wahrhaben wollt. Nur weil ihr zweifelt, kann der Dämon euch als Siegestrophäen für sich erobern. Diese kommenden Zeiten werden nicht leicht. Es sind Zeiten großen Schmerzes angesichts der großen Beleidigungen, die aus meiner Kirche kommen. Mein Herz blutet, denn man respektiert mich nicht, und meine Kirchen werden von der Freimaurerei eingenommen. Die Freimaurer verursachen unaufhaltsam Spaltung, woraus schließlich das Schisma in meiner Kirche resultieren wird. Geliebte Kinderlein,
setzt euch nicht der Sonne aus, denn sie verursacht große Schäden auf der Erde. Die Finsternis naht, sie breitet sich nach und nach über die Erde aus. Wie viele meiner Kinder werden ums Leben kommen, weil sie meine Ankündigungen nicht ernst genommen und verspottet haben? Die Energie der Sonne sorgt dafür, dass die Erde an verschiedenen Orten heftig erschüttert wird. Es reicht, Kinderlein, es reicht! Dies ist die Zeit, um innezuhalten, alles sein zu lassen und euer Innerstes zu prüfen. Allein mit dem Gebet wird euch keine Bekehrung möglich sein. Ihr müsst in euch alles ausmerzen, was euch daran hindert, als meine Kinder wiedererkannt zu werden. Dieser innere Wandel muss schmerzhaft sein, und deshalb sollen alle, deren Gesundheit es erlaubt, ihr Fasten aufopfern. Ihr sollt beim Fasten jedoch nicht nur auf Nahrungsmittel verzichten, sondern auch auf die Lieblosigkeit eurem Nächsten gegenüber, den Hochmut und die Torheit und ebenso darauf, dem Nächsten eine Bürde zu sein und zu glauben, ihr wüsstet alles besser. Ihr müsst den Beichtstuhl aufsuchen, vollkommen bereuen und euch fest, ja sehr fest vornehmen, euch zu ändern. Dann empfangt mich im Sakrament der heiligen Eucharistie mit von allem Bösen befreiten Herzen und im Frieden mit euren Brüdern. Die Werke der Barmherzigkeit sind während dieses Bekehrungsprozesses sehr wichtig, ebenso wie das Gebet mit dem Herzen an der Hand meiner Mutter und Lehrmeisterin meiner Kinder. Siehe Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, Vers 31 bis 46. Ich lade euch dazu ein, meinen geliebten Engel des Friedens anzurufen, denn auch jetzt schon kann er euch seinen Segen geben, welcher für euch sehr nützlich ist. Meine geliebten Kinder, ich bitte euch, euch zu ändern. Wenn ihr euch nicht ändert, wird es für jedes meiner Kinder schwierig, ja sehr schwierig sein, den Versuchungen und Angeboten des Antichristen nicht nachzugeben. Betet und seid Geschöpfe des Guten. Ich segne euch mit meiner Liebe. Euer Jesus. Kommentar von Luz de Maria. Brüder und Schwestern, unser Herr Jesus Christus verkündet die schrittweise Erfüllung verschiedener Prophezeiungen aus der Vergangenheit. Wir müssen uns vorbereiten. Wer genau aufgepasst hat, hat bemerkt, dass er uns nicht auf die materielle Vorbereitung hingewiesen hat. Es war vielmehr ein Weckruf, damit wir aus unserer Lethargie erwachen und aus unserer Komfortzone herauskommen, in der die Mehrheit von uns es sich bequem gemacht hat. Viele haben noch nicht erkannt, was der Menschheit bevorsteht. Wir sollen uns nicht fürchten, sondern ändern. Wir sollen Liebe sein, so wie Christus die Liebe ist. Wir sollen verzeihen oder uns wenigstens zurückziehen, um andere nicht zu beleidigen. Wir sollen Geschöpfe des Guten und der Nächstenliebe sein. Und wir sollen unsere allerheiligste Mutter als unsere Mutter und Lehrmeisterin annehmen. Jeder, der den Frieden in sich bewahrt, wird den Segen des Engels des Friedens spüren. Nur seinen Segen. Denn der Zeitpunkt seiner Aussendung ist noch nicht gekommen. Brüder und Schwestern, die kommenden Zeiten werden nicht einfach werden, aber an der Hand Christi, die mich stärkt, ist alles möglich und jedes Joch wird auf einmal erträglich. Wo Liebe ist, wird jedes Opfer zu einem mit Honig getränkten Dorn. Göttlicher Honig, der selbst das größte Opfer angenehm macht. Amen. Ihr Lieben, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch Gottes Segen. Diese Botschaft soll uns keine Angst machen. Sie soll uns vielmehr Mut machen, dass wir uns ändern und auch, dass wir uns auf die Zeit, die vor uns liegt, vorbereiten. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.